Hallöchen, liebe Leute. Willkommen bei der weiteren Aufnahme von Outlast mit mir, eurem Lachsack. So, wir sollen ja die komischen Priester treffen, sowas. Das hat gerade geladen. Ich habe gesehen, die haben eine neue Tür, die wir noch nicht aufgestoßen haben. Rein da. Da muss irgendwas Geiles rumliegen. Ich sag's dann noch. Wunderbar. Jetzt mal ein bisschen Batterie gefunden. Und was ist das? Egal. Ich werde jetzt noch nicht sofort reinknallen, weil ich mich jetzt noch so klein ein bisschen gucken möchte. Ansonsten haben wir jetzt wieder 2 von 2 in unserem Batterien-Magazin. Perfekter Reim. Ich kann dich nicht lassen. Mich feiern die Massen. Und jetzt geht's weiter, bevor ich mich noch lächerlicher mache. Oh, die Finger. Wir sollen. Okay. Wir sollen jetzt den Priester treffen. Ja. Wo ist der Hans? Ist noch draußen, warum können wir nicht einfach abhauen? Hier, was ist das? Es ist so duster, ey. Leck die Ziege. Bevor ich. Die Tür ist. Schlüssel notwendig. Also euch wundert, was das mit der Ziege soll. Das. Was war das? Was hat er? Wow! Das mit der Ziege ist irgendwie so ein Standardspruch von mir. Was sind das für Geräusche? Flandus durch die Pampa! Flandus durch die Pampa! Ah. So, ja. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch. Ja. Hier wartet doch irgendwer auf uns, der uns wieder eine über die Rübe zieht. Was ist das? Achso, das ist eine Laterne. How alive are you? Noch sehr. Hier geht's nicht lang. Was? Muss mal hier. Oh, wie mies ist das denn, wenn du. Oh, wie mies ist das denn, wenn du hier kein Dingens mehr hast? Hier drin? Keine Batterie. Kann ich irgendwie langhakeln? Nein. Doch, ist alles abgeschlossen. Hat der Typ gerade so eine Angst? Ich geh mal ein bisschen geradeaus. Oder hier in der Mitte irgendwo beim Runterraum. Okay, hallo. Leuchtet hier irgendwas? Nein. Sollte beim Brunnen Schlüssel liegen. Wo ist der überhaupt nochmal? Hier. Batterie, ihr seht selber. Blitzt aber auch nichts auf. Scheiße. Völlig umsonst. Lang gelaufen. Ist das? Ja. Da war hier oben vielleicht eine Tür. Ich hab's noch nicht gesehen. Ja, aber. Auch zu. Okay, der macht sich auf. Geht's lang. Kleines Häuschen hier. Das sieht nicht gut aus, aber was willst du machen? Alles klar. Was drinne? Darf auf der Kerde was auf dem Boden rumliegen? Stand doch mal noch irgendwas mit. Oder sitzt du? Ich glaube, das war nur für die Tür. Schnapp mal den Schlüssel. Wow. Der eine Tür. Ist sie da hin? Das war der Exit, genau. Das war die Tür. Renn! Einfach nur rennen. Bitte, 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 bitte. Ja. Mach's auf! Mach's zu! Okay, hier ist nochmal. Ist schon wieder leer. Ich geh mal hier kurz
kurz lang. Alles so ein bisschen mal angucken. Boah, das sieht aber auch so richtig aus. Was ist das? Sind wir jetzt schon am Ende? Ja, irgendwie schon. Oh, keine Batterie rum? Nein. Ah, oh, da müssen wir da hinten lang. Ja, regnet erstmal schön hier rein. Ich hab das jetzt auch vor die Tür gehalten, aber was sagt vorhin? Ich glaube, ich habe den Warrider gesehen. Oh Gott, ja. Oh, ich hab Bammel, ich hab Schiss, ich kack mir gleich in die Hose. Neue Batterie, mir reicht's. Du Drecksviech. Oh, sind wir wieder draußen? Ja, wir sind wieder draußen. Jetzt hier hoch, keine Ahnung. Jetzt hier lang. Nirgendwo hin. Ja, ich hab's kapiert, leider und so. Irgendwas versteckt. Nee. Hoch. Ich muss trinken. Kannst du nicht mittlerweile mal Tag sein oder so? Warum geht der Typ überhaupt in der... Das Ding. Geht der Typ überhaupt mitten in der Nacht in der Irrenanstalt? Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich nicht runter. Nee. Das war die Stelle, wo es reingeregnet hat. Ach so, richtig. Jetzt sind wir hier hinter, okay. Ja. Ich wollte da gerade runterspringen, aber das wäre, glaube ich, nicht so sexy gewesen. Ja, jetzt geht's hier lang. Gleich um die Ecke, mein Freund, genau. Ich finde es erstaunlich, wie gut ich mich hier zurechtfinde in dem Spiel. Spring! Boah. Anderes von mir gewohnt. Ja. Und jetzt sind wir hier hinter. Da müssen wir hoch, aber ich wollte mal. Ich hoffe, der ist tot. Kommt nochmal schnell hier unten. Ja, der ist tot. So. So. Das Ding aus. Nochmal kurz rein. Alter, warum hakt das jetzt so? Was ist denn? Okay, die Lampe. Ich will, da steht wer. Muss hier raus, muss. Gott. Nee. Okay, muss raus. Ach, da ist der. Eine will auch raus und die auf jetzt. Nein. Ich sehe gleich nichts mehr, Leute. Ein Glück, da liegt was, glaube ich. Ja. Ich renne kurz. Von hier gekommen oder müssen wir. Lad nach! Da müssen wir da runter. Ich guck nochmal kurz hier oben, aber. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder hier runter, oder? Jetzt mal kurz im Tunnel. Müssen wir hier überhaupt eigentlich lang? Oh Gott, ist der Dicke! Nein, schleicht hier rum. Ist das gut, was ich hier mache? Ist hier vor uns?
ist der Dicker. Geh weg! Kann aber nicht ewig auf den zuhalten. Lauf! Wir sind tot. Warum hasst er uns so sehr? Ist natürlich auch genau da hingegangen, wo wir waren. Vielleicht irgendwas? Nein, könnte man nicht. Oh. Hau ab! Und wie hat er uns gesehen? Mal wieder. Ich will doch hier nur irgendeinen Ausweg. Ich sehe irgendwas in der Mitte. Da ist er. Wir müssen hier irgendwie hin, oder? Aber wie? Wenn ich schon dran vorbeigelaufen, kann man die Tür. Nein, kann man nicht. Wartet mal. Oh, lass sagt, das ist gut. Was? Leute, ich hab keine Ahnung. Ich hab voll das Richtige gemacht. Jetzt können wir uns da durchschleichen, dann da drüber hüpfen. Alles klar. Dann kann uns die fette Klabusterbeere mal ordentlich am Arsch lecken. Oh. Ja? Okay, gut. Das bringt da nichts mehr. Wow! Etwas zu weit gesprungen, denke ich mal. Ist das gespeichert? Auf mit diesem komischen Zirpe, Gefiebte, wie auch immer. Ich will auch hören, was um mich drumherum geschieht, passiert, wie immer. Wie auch immer. Was? Nein! Kriegt euch! Sag mir, dass die Tür offen ist. Natürlich nicht. Aber da liegt Batterien. Kann er nicht die Scheibe einschlagen? Wo ist der Dicke jetzt hergekommen? Fragen über Fragen. Ist er wieder zurück dahin, wo der Dicke war? Oder geht's hier? Hier geht's lang. Hier ist noch einigermaßen hell. Die feiern eine Poolparty. Boah. Dich fest. Da geht es irgendwie rein, glaube ich. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Was liegt hier? Batterie. Und? Eine Kamera. Ach, da ist auch Batterie drin. Ja, wahrscheinlich. Die Klappe. Stand da links oben? Egal. Nee. Einfach nee. Wie gesagt, der Kamera ist klar, da wollte gerade jemand Batterien wechseln. Und die Kamera ist natürlich leer. So, es speichert wieder. Wo sind wir? Alles klar, hier war doch der. Ja, hier hat der mit uns gesprochen, das heißt nach vorne irgendwie. Das Ding war zu, genau. Das hier. Ja, hab ich. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, this way, revelation is at hand.
Aha. Auf zum nächsten Stockwerk. Kommen wir hier drüber? Ich weiß jetzt nicht, also ein normaler Mensch würde drüber kommen. Der Typ ist ja auch nicht ganz normal hier. Unsere Batterien ist auch wieder aus. Alle, wie auch immer. Das heißt, ich schleiche jetzt nochmal ein kleines bisschen hier an den Wänden lang. Irgendwie ein bisschen zu. Ein bisschen Orientierung. Geh doch rüber. Zu haben und nicht zu viel von unseren Batterien rauszuballern. Eine haben wir noch. Die habe ich auch irgendwie nur durch Glück eigentlich gefunden. Wenn irgendwas Großes, Böses hier rumläuft. Dick! What the? Der Dick oder irgendwas anderes, dann schmeiße ich welche rein. Ja, ich hoffe es doch. Oh Gott, ey. Oder war die Tür doch offen? Hier oben irgendwie? Ich gucke nochmal bei der Tür. Ja, ah, hier ist offen. Oh Gott. Ich kann mal zurückschleichen. Heißt das, der Dick ist hier irgendwo? Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, ja, Organen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Okay. Da. Gucken wir gleich rein. Ich will mich nochmal hier umsehen. Ich will mich hier immer umsehen. Was? Wo sind die Geräusche? Die ist zu. Yep. Wissen, was da drin köchelt, ey. Es speichert. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's wieder mit der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen. Euer Lasse.